Wir sind für euch nach Mailand gereist und was gibt es in Mailand zu sehen? Es sind hier die Designwochen 2024 und im Rahmen der Designwochen findet auch die Euro Cucina statt. Und wir nehmen euch mit auf die Küchendesignmesse und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und wir befinden uns jetzt hier in den heiligen Messehallen von Mailand und besuchen mit euch gemeinsam die Euro Cucina 2024. Und ihr dürft gespannt sein auf interessante Materialien, interessante Materialmixe und auf außergewöhnliche Präsentationen, die sich hier die Hersteller haben einfallen lassen, speziell für Mailand. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Ja, wir sind jetzt auf dem Stand von Heckerküchen, ein deutscher Hersteller, der sich hier in Italien präsentiert. Und er zeigt uns hier eine sehr moderne Interpretation einer Landhausküche. Wir haben hier die Fronthemden in Kristallweiß, grifflos geplant mit doppelter beleuchteter Kehlleiste. Und das Ganze abgerundet, kombiniert mit den Seitenschränken in dem wunderschönen Farbton Eukalyptus. Und auch hier die Kehlleiste passend Eukalyptusfarben, damit das Ganze wirklich aus einem Guss wirkt. Ja, sind wir hier in einer sehr designorientierten Küche. Und zwar haben wir verschiedene Höhenunterschiede. Wir haben auch vorne an der Insel den Querblock nochmal als Ergänzung, der auch wunderbar in Szene gesetzt ist mit der indirekten Beleuchtung, mit einem Weintemperierschrank und die Front hier in Smart Glass. Die Smart Glass Fronten kennt ihr ja schon bei uns auf dem Kanal. Gerne einfach mal in die Küchentouren reinschauen, beziehungsweise das separate Video, welche Eigenschaften die Smart Glass Fronten haben. Die sehr robuste Front und jetzt noch ein absolutes Highlight hier auf dem Stand, die Kleinbauschränke. Und die Kleinbauschränke jetzt hier an der Stelle in komplett schwarz. Also wir haben schwarzes Glas, hier durchsichtig. Das Ganze gibt es auch noch satiniert. Innen drin schwarz, seitlich beleuchtet. Auch das eine Herausforderung, denn in den Seitenwänden läuft ja die Mechanik, damit das Ganze hier auch funktionieren kann. Ja, und hier haben wir schon die Preview für den Herbst. Einen Prototypen, einmal den Schwarzchrom-Griff und jetzt das Highlight schlechthin, Schwarzchrom auch im Apothekerschrank und zwar hier die Seitenverblendung der Tablare in Schwarzchrom. Ein sehr edles Design, passend auch für die edle Hecker Systemat Küche und ja, wir freuen uns auf den Herbst, wenn dann diese Farbe, diese Elemente hier dann auch wirklich bestellbar sind. Ja, in Mailand sprechen wir natürlich über Design. Wir sprechen über Materialmix und den zeigt uns Hecker natürlich hier auch als deutscher Hersteller. Wir haben echt lacklackierte Hochschränke, Seitenschränke und in der Mitte eingefasst die Spülstrecke dreidimensional, die Schränke vorgezogen, beziehungsweise übertief geplant in Edelstahl mit Edelstahlarbeitsplatte und Edelstahl-Frontelemente, also hier wirklich ein sehr großer Kontrast und finde ich, wirkt sehr stimmig. Wir haben hier das dunkle Grün mit dem Edelstahl, also absolute Empfehlung. Ja, und jetzt hier schon die nächste Vorschau für den Herbst. Wir haben hier im hinteren Bereich ganz viele neue Elemente, die uns hier Hecker für die Systemat-Linie zeigt. Systemat wird ab Herbst hier definitiv aufgewertet. Zum einen haben wir furnierte Innenseiten beim Korpus. Wir haben hier die Glastüren mit dem schmalen Bronze-Design. Da wird es auch noch mehrere Dekore ab Herbst geben. Und als absolutes Highlight haben wir hier die Insel natürlich auf der Rückseite mit der Funktion, mit den Schränken und die Seiten sowie von ein ganz individuelles Design, was auf Einzelanfrage speziell für eure Insel angefragt werden kann bei Hecker. Das wird dann speziell gezeichnet beim Steinhersteller angefragt und kann dann bei Hecker, wenn alle Kombinationen zusammenpassen, dass alles passt, könnt ihr das dann auch direkt so bestellen.
Und das ein absolutes Highlight hier für diesen Möbelhersteller. Ja, jetzt sind wir direkt schon am nächsten oder auf dem nächsten Stand. Und zwar sind wir hier bei Leichtküchen. Leichtküchen, der Slogan, die Architekturküche, wird schon auf dem Stand hier richtig deutlich. Hier geht es wirklich um Planung und Planungshighlights und natürlich auch um die ein oder andere Neuheit hier auf dem Stand. Und die schauen wir uns jetzt direkt an. Ja, hier in der ersten Koje haben wir natürlich eine schöne Insellösung mit einer geteilten Hochschrankanlage und einer sehr schönen Tresenlösung. Und zu sehen gibt es hier in der Insel eine Acrylglasfront und der neue Griff, ein Muschelgriff mit einer Designlinie. Und den Griff gibt es natürlich in zwei Farbvarianten, einmal in Bronze und einmal in Dunkelstahl. In die Arbeitsplatte in der Insel eingelassene Elemente kennt ihr ja auch schon aus unseren Planungen, aus der ein oder anderen Lösung. Und hier ein Prototyp zu sehen, eine Barlösung, wie ich finde, sehr schick, sehr gelungen. Aktuell planbar nur aus Einzelelementen und ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Lösung findet. Wir haben natürlich jetzt eine schöne Synchronbuchefront in der Preisgruppe 1 und hier verbirgt sich ein Schiebebeschlag, ein Pocket-Door-Beschlag und dieser ist weiterentwickelt. Zum einen hat er hier eine Magnetführung oben und unten und er hat die Arretierung. Diesen Beschlag gibt es natürlich nicht nur in der kleinen Variante, sondern auch, wie ihr es schon kennt, in der großen Variante. Hier eine Front, die ja schon auf der Herbstmesse vorgestellt wurde, die Bahia. Eine Holzfront mit einer sehr individuellen Rille. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, diese Front in der Breite zu kürzen. Und die Breitenkürzung übernimmt dann das System für euch, dass das Ganze natürlich auch immer entsprechend schick aussieht. Ja, im Unterschrankbereich habt ihr auch die Möglichkeit, mit dieser schönen Metallfront zu arbeiten. Das Besondere ist, die Front ist deutlich dünner als die anderen Fronten, deshalb auch nur im Unterschrankbereich möglich, denn ansonsten gibt es die ein oder andere Herausforderung mit Elektrogeräten in der Planung. Ja, wir können natürlich mit diesen Möbeln nicht nur Küche planen, sondern auch Wohnraumlösungen, wie mit anderen Herstellern natürlich auch. Und ja, dieses Designelement nehmen wir zum Anlass, um euch hier zu einem kleinen Küchenquickie bei Leichtküchen einzuladen. Und dabei viel Spaß! Ja, wir sind jetzt hier auf dem Stand von Fallmeck. Fallmeck Kunstabzugshauben habt ihr ja schon das ein oder andere Mal auf unserem Kanal gesehen. Und wir stehen jetzt hier vor einem komplett neuen Modell und zwar die Sol. Sol ist eine Kopffreihaube und das ist jetzt die erste Kopffreihaube mit dem Eion-System. Und dieses System ist nochmal deutlich verbessert worden. Wir haben einen neuen, besseren Luftgütesensor, der dafür sorgt, dass gereinigte und desinfizierte, also frische Luft, aus der Haube wieder rauskommt. Die Haube hier gezeigt in schwarz, aber die Haube gibt es auch noch komplett in weiß. Und wir freuen uns auf die Markteinführung für dieses Modell. Das Modell hat eine Breite von 80 cm. Die Trends für Deutschland werden in Mailand generiert und wir haben es jetzt ja schon bei dem einen oder anderen Möbelhersteller gesehen, dass wir solche Regalelemente als Aufsatzelemente für die Insellösung haben und Fallmeck bietet uns hier direkt eine Möglichkeit mit integrierter Lüftung, also mit integriertem Dunstabzug, das Modell Proclin. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze als Abluft oder Umluft zu bedienen und dieses Modell Proclin ist nach links und rechts modular erweiterbar in unterschiedlichen Breiten mit unterschiedlichen Accessoires ausstattbar und ja, eine Downdrafthaube, die sich sehen lassen kann und der Küche ein komplett neues Design gibt.
wenn die Haube zum Küchenschrank wird. Das zeigt uns hier Fallmeck mit der Haube Jolie. Wir haben hier ein System, auf der einen Seite Dunstabzugshaube, ganz klassisch, und daneben ein Regalelement mit einer Glasschiebetür, das Ganze auch verschließen kann. Minimalistisches Design, passend für das moderne Küchendesign, und die einzelnen Holzelemente sind 4 mm starke Dekorplatten, die natürlich passend zur Küche mit ausgetauscht werden können. Also seid nicht an dieses gezeigte Design gebunden, sondern könnt das direkt an euer Küchendesign anpassen. Ja, jetzt haben wir noch eine innovative Haube, und zwar die Haube Surface von Fallmeck. Das ist eine Haube, die hier im Regalsystem integriert ist, also wieder ein Aufsatz, Regal, wandgebunden. Und ja, Haube kann hier geöffnet werden, haben natürlich dann gleich die Beleuchtung. Die Haube kann direkt gesteuert werden oder über das Kopffeld. Alles ist mit Magneten versehen, so dass man natürlich dann auch hier an die entsprechenden Fettfilter und Kohlefilter mit rankommt. Das Ganze wird angepasst an das Arbeitsplattendesign, also halt hier wirklich auch Nischendesign passend zum Arbeitsplattendesign, oder für die, die gerne eine Glasnische haben möchte, kann das Ganze natürlich auch mit Glas ausgestattet werden. Wie man emotionale Produkte emotional präsentiert, das zeigt uns Neff hier auf der Eurocucina. Und lasst uns einfach mal hier auf diesen Stand gehen. Am Messestand von Lupa, ein italienischer Küchenhersteller, haben wir hier ja Landhausküche im italienischen Design. Und zwar haben wir hier eine sehr rustikale Landhausfront mit modernen Elementen kombiniert. Wie ich finde, eine sehr gelungene Präsentation. Wir haben hier eine Lackfront im Farbton Kämel abgesetzt mit Messingelementen, gebürstet oder gewischt. Dann passend dazu den messingfarbenen Griff. Alles sehr stimmig miteinander kombiniert. Und dann die modernen Regalelemente in Messing. Und der Messington der Regalelemente findet sich natürlich auch im Sockel wieder. Und das Ganze wird abgerundet mit einer echten Marmorplatte. Und zwar mit der Platte Dover White. Die Küche selber ist natürlich in landhaustypisch mehreren Elementen gegliedert. Wir hatten gerade die Buffet-Variante. Wir haben hier die Insel. Die Insel interessant gelöst in Form eines Ls. Sehr spannend, dann mit der Pultplatte, die auch verschiebbar ist. Es kommt die Regallösung auch in der Insel wieder, also alles sehr stimmig gelöst. Und das Saphir-matte Kochfeld von AEG findet sich auch hier an der Platte sehr gut wieder.
das Kochfeld selber, das verlinken wir euch über die Infokarte, denn dazu hatten wir ja das Video zur Weltpremiere. Eher im Hintergrund die Spülstrecke, dann auch noch mit den Glasvitrinen, passend zu den Regalen auf der anderen Seite. Und was darf nicht fehlen, klar, die Hochschrankanlage mit der ganzen Technik und mit der Bevorratung. Ja, auch bei den italienischen Küchen Rahmenfronten in griffloser Variante. Und was bei der Rahmenfront auffällt, ist, dass der Rahmen unterschiedlich gefertigt ist. Wir haben breite Stegelemente oben und unten und dann schmale, angeschrägte Stegelemente an den Seiten. Und wie ich finde, birgt das ein sehr modernes Element und die Front unterstreicht hier wirklich den grifflosen, den modernen, den puristischen Charakter. Ja, beim nächsten italienischen Hersteller von Küchen haben wir hier einen hochinteressanten Mix von Design und Materialien. Und zwar haben wir hier Massivholz kombiniert mit Glas und mit Spiegel, denn die Vitrinschränke hier rechts und links haben eine verspiegelte Rückwand. Von Spiegel und Massivholz kommen wir zu einem Mix aus Echtcarbon lackiert mit Edelstahl kombiniert. Wir haben hier eine 12 mm starke Edelstahlplatte, Edelstahlwange und wir haben hier Echtcarbonfronten. Heißt, wir haben eine 3 mm starke Carbonplatte aufgebracht auf einen schwarzen Metallrahmen. Das Ganze hier grifflos und bodentief geplant. Ein absolutes Design-Highlight. Und dann kommt auch gleich das nächste Highlight hinterher. Ja, an dieser Stelle haben wir ein sehr interessantes Element gefunden. Auf den ersten Blick ein klassisches Regal. Aber wenn wir uns das näher anschauen, sehen wir, dass wir hier nochmal ein Schrankelement haben. Wir haben hier sehr breite Fronten und auch sehr dünne Fronten, wieder 12 mm stark. Und wir haben hier eine Aluminiumfront, die sehr interessant gefertigt ist, denn wir haben in der Front einen umlaufenden Holzrahmen. Somit funktionieren auch die Halterung oder die Montage der Scharniere. Und zum anderen haben wir in der Front dann eine Wabenstruktur, auch wieder aus Aluminium. Ja, nicht neu, aber bei uns auf dem Kanal halt auch noch nicht gezeigt. Und zwar haben wir hier einen Hochschrank als Le Mans-Schrank. Das heißt, wir haben hier die Niere oder quasi den Le Mans-Beschlag an der Stelle und das jetzt als Hochschrank und somit auch die Ecke wunderbar ausgenutzt. Und das Ganze natürlich dann auch mit gedämpftem Türscharnier. Ja, die klassischen Anti-Rutschmatten und Besteckeinsätze, die kennt ihr ja. Aber hier haben wir ein System aus Leder, wirkt sehr edel und ja, unterstreicht das komplette Küchendesign. Denn die Innenorganisation ist auf das komplette Küchendesign farblich abgestimmt. Ja, sind wir auf dem Stand von einer Firma aus Italien, die kommt aus Rom und beschäftigt sich, wie man es unschwer erkennen kann, natürlich mit Küche, aber auch mit Bar. Und die Oberflächen sind aus Messing, sind natürlich unterschiedlich behandelt und wir haben unterschiedliche Dekorvariationen. Das Ganze ist für den Innen- und Außenbereich. Und ihr seht schon, das Ganze ist auch automatisiert und geht, also kann sich öffnen, die Platte geht nach vorn. Und natürlich kommt dann auch entsprechend der Barbereich hier nach oben gefahren. Das Ganze natürlich auch wieder rückwärtig zu verwenden. Ja, hier jetzt eine wunderbare Barlösung, aber wir haben natürlich auch eine Kücheninsellösung. Die Kücheninsel, die klassische, auch hier kann diese natürlich innen wie außen verwendet werden. Klar, der Barcharakter unschwer zu erkennen für den inneren Bereich, aber auch hier kann die Arbeitsplatte sich nach vorn wegschieben und eröffnet dann halt hier an dieser Stelle, wir sehen schon den Kochbereich, wir haben hier einen Grill, wir haben einen Teppanyaki und wir haben natürlich auch den Spülenbereich hier. Die Geräte aus dem Hause von Gaggenau, also hier wirklich sehr edle, sehr feine Materialien verwendet und auch das Außendesign wieder ein absoluter Hingucker.
Ja, wie ihr schon gesehen habt an den einzelnen Aufnahmen, sind wir hier auf dem Stand von Miele. Und wie im Herbst schon angeteasert, haben wir jetzt hier die Mattmodelle vom Kochfeld, Schwarzmatt. Und wir haben hier auch von Miele zur Verfügung gestellt bekommen die Testoberfläche. Und da haben wir halt das Schleifpapier hier dazu und testen das Ganze natürlich auch auf die Robustheit. Und werden jetzt mal hier unsere Glasplatte bearbeiten. Also, definitiv Abrieb. Und jetzt haben wir natürlich auch von dem Schleifpapier den Abrieb hier auf der Scheibe. Dann haben wir unseren Lappen. Das Tuch ist trocken. Und unsere Fläche ist wieder schön sauber. Wir haben hier keine Kratzer, keine Beschädigung. Also hier wirklich ein sehr robustes und leicht zu pflegendes Material. Ja, auch in dieser Küche haben wir wieder ein interessantes Design und einen interessanten Materialmix für euch entdeckt. Wir haben hier eine Massivholz-Rahmenfront, sehr edel, sehr gut verarbeitet, das Ganze mit einer Steinplatte abgerundet. Was auffällt, was wir jetzt schon häufiger gesehen haben, dass die Arbeitsplatten Vertiefungen haben an den unterschiedlichsten Stellen. Und das Ganze kombiniert mit einer dunklen, glatten, recycelten Front, sehr interessant. Und was auffällt, dass wir hier ein Regalsystem haben, was hinter dem Plattenmaterial montiert ist. Und somit haben wir ein minimalistisches Design und auch hier wieder Plattenmaterial passend zum Küchenmaterial, damit der ganze Raum wirken kann, dass der ganze Raum ein Konzept beinhaltet. Ja, zum Thema Industrial Style haben wir hier natürlich auch noch was gefunden. Eine sehr robuste Lösung, wir haben einen Metallrahmen, dann der Handtuchhalter seitlich und ja, ein Stück weit Nostalgie, zumindest bei mir. Das Glas erinnert mich so ein Stück weit an meine Großeltern bzw. an die Küche meiner Großeltern. Und interessant, dass die Glasfronten auch die Bohrung haben für die Griffe. Und das Ganze gibt es natürlich dann auch passend als Glasablage und als Schiebetürelement. Ja, und der Hersteller hat sich ja was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar wurde hier eine Promenade in New York nachempfunden. Und ja, man ist eingeladen, hier in die Fassaden, in die Fenster zu schauen und sich von dem Küchendesign inspirieren zu lassen. Wir stehen jetzt ja natürlich hier vor einer sehr polarisierenden Front. Das ist eine Phoenix-Front. Aber hier geht es nicht um die Front, sondern hier geht es um den Griff. Und der Griff zieht sich durch die komplette Küche. Wir haben den Griff hier waagerecht, im Hochschrankbereich senkrecht und das Design kommt natürlich auch in den Regalen hinter mir an der Wand auch wieder und somit haben wir auch in dieser Küche wieder ein einheitliches Designelement. Wir haben jetzt hier eine sehr interessante Insellösung. Wir haben Fronten in Echtglas, Echtglas Grill bzw. mit Wellenoptik und die Rillen, Wellen unterschiedlich angeordnet, ein sehr interessantes Design und das Ganze wird getopft mit einer Edelstahl-Arbeitsplatte, logischerweise mit eingeschweißten Becken, aber Highlight ist hier das eingelassene, die eingelassene Gaskochstelle und damit haben wir hier eine Gaskochstelle, die flächenbündig zur Arbeitsfläche ist. Wir sind jetzt beim Hersteller auf dem Stand, der nicht nur in Küche denkt, sondern der Hersteller denkt im kompletten Raumkonzept bzw. in Wohnwelten. Wir haben die Küche, wir haben eine Wohnwand, eine Bibliothek,
Wir haben einen Raumteiler, der aus Stollenmaterial ist. Der Raumteiler beinhaltet einzelne Schrankelemente. Er beinhaltet einen Durchgang. Und man bekommt auch passend zu den einzelnen Elementen die zusätzlichen Designelemente passend lackiert. Und somit ergibt sich für die komplette Wohnsituation das passende Ambiente. Ja, auch hier wieder natürlich die Küche, sehr großzügig geplant, aber nicht nur Küche, sondern wir haben Hochschränke, die in die Wand eingelassen sind. Wir haben hier eine wunderbare Wohnwand und Durchgangstür in den Hauswirtschaftsraum, die kennt ihr ja schon. Aber warum nicht eine Durchgangstür etwas großzügiger für mehr Breite? Und dann geht es hier direkt in den Ankleideraum. Besondere räumliche Herausforderungen, planerische Herausforderungen bedürfen auch extravaganter Lösungen. Und da haben wir hier ein Beispiel, dass der Bereich hinter der Insel nochmal sehr clever genutzt wird und das Ganze auch natürlich innovativ beleuchtet. Da wir über komplette Wohnwelten gesprochen haben, starten wir hier einfach im Schlafbereich, kommen direkt hier in die Ankleide über den Raumteiler und gehen weiter in den Wohnbereich, der sehr großzügig, sehr edel gestaltet ist. Und vom Wohnbereich kommen wir ins Esszimmer und natürlich in die Küche. Auch hier wieder die Materialien aufeinander abgestimmt. Wir haben einen Tisch in Marmor. Im Wohnbereich dann passend dazu die Möbelelemente farblich und designtechnisch abgestimmt. Ja, und die Großzügigkeit setzt sich natürlich in der Küche fort. Und ja, auch der hier auf der Messe sehr häufig gesehene Farbton Messing wurde hier sehr extravagant in Szene gesetzt. Und die Küche wird abgerundet mit einer Hochschrankanlage, wo wir wieder die typischen Pocket Doors finden. Und hinter den Pocket Doors auch nochmal ein weiterer Farbton. Auch hier dieser überhaupt nicht stören, sondern hier ein Blauton, ein Pastellton, der sich wirklich sehr harmonisch in das Gesamtkonzept einfügt. Wenn euch unser Messerundgang über die Eurocucina gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen nach oben da. Weitere interessante Videos zum Thema Inspiration für eure Küchenplanung findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Thank you.